natürlich in Hamburg. Ein zentraler Punkt für die Finanzminister hier in Baden-Baden, das läuft unter dem Motto Compact with Africa. Was verbirgt sich dahinter? Es wird gefordert, globale Partnerschaften anzugehen. Aber das ist gekoppelt mit Rahmenbedingungen zu schaffen für private Investitionen. Diese sollen verbessert werden und es geht vor allem darum, die Gewinne, die man aus diesen privaten Investitionen machen kann, dann auch entsprechend abzusichern. Dafür wollen sich die G20-Finanzminister absprechen und die politische Unterstützung für diesen Plan zu organisieren. Und das Ganze in einer engen Kooperation mit dem Internationalen Währungsfonds, wo gleichzeitig festgestellt wird von den Finanzministern, so jedenfalls in der Planung, dass man dafür Sorge tragen will, dass die Schuldentragungsfähigkeit abgesichert wird. Was heißt das denn für die Länder des Südens, für die Länder der sogenannten Dritten Welt? Wir wissen doch alle, dass gerade die Verschuldung bei IWF und Weltbank, Zahlung von Zins und Zinseszins, dafür sorgt, dass diese Länder ausgeblutet werden. Und Fidel Castro hat vor vielen Jahren zu Recht gesagt, lasst uns zusammengehen, die Länder des Südens, und lasst uns klar und deutlich sagen, wir werden diese Schulden nicht mehr bezahlen. Schuldenstreichung für die Länder des Südens. Es geht also bei dieser G20-Geschichte nicht um die Interessen und das Leben der Menschen in den afrikanischen Ländern, sondern es geht letztlich darum, die Gewinnmöglichkeiten der Länder des Nordens auszubauen und abzusichern. Nichts anderes ist geplant als ein neues und verbessertes Ausplünderungsprogramm für Afrika. Für die Menschen heißt das eine neue Androhung und nichts Gutes. Und deshalb sind wir vom antirassistischen Netzwerk heute auch hier, weil wir wissen, was dies für die Menschen in den afrikanischen Ländern aktuell bedeutet. Und wir sind der Auffassung, dass es genau hier gilt, den Finger drauf zu legen und unsere Solidarität mit den Interessen der Menschen zu formulieren. Die Diskussion der G20-Länder ist verbunden mit einer Diskussion auch der Neustrukturierung der Entwicklungshilfe. Was heißt das denn? Neustrukturierung der Entwicklungshilfe heißt Erpressung der Länder, zum Beispiel in Afrika, aber nicht nur, mit dem Ziel, ihr bekommt nur dann Geld, wenn ihr unsere Interessen der Flüchtlingsabwehr umsetzt, damit ihr mit uns zu sogenannten Sicherungspartnerschaften kommt. Das ist nicht anderes als die Verlagerung der Grenzen nach Afrika. Hotspots in Libyen, Sudan wird derzeit angegangen, die Grenzen doch dicht zu machen, um nur einiges zu nennen. Es soll verhindert werden, dass die Menschen Afrika verlassen und in den Ländern wie der EU eine Perspektive und ein besseres Leben zu suchen, dass sie das Recht haben, man soll verhindern, dass sie das Recht wahrnehmen, ein Leben zu fordern ohne Verfolgung, Krieg und Repression.